Yo, Freunde, heute ist der 1. Dezember, das heißt, heute fangen die ganzen Adventskalender an. Ich habe, glaube ich, einen von Milka, so einen Schoko-Adventskalender. Falls ihr auch einen habt, schreibt es mal in die Kommentare, was ihr für einen habt. Ich hatte früher immer so Lego-Adventskalender. Ach, die waren noch schön. Auf jeden Fall herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Ihr seht schon im Hintergrund, die Crew-Belohnungen für Dezember sind da. Also ein neuer Skin, schaut ziemlich heftig aus und sie hat so Splitter quasi vor dem Gesicht. Schaut ganz cool aus. Ein Backpack dazu, der schaut so aus. Die Hacke, ja, da kann ich auch mal den Effekt abspielen. Und eine Lackierung, die anscheinend auch reaktiv ist. Okay, sie leuchtet ein bisschen. Also cool, direkt alles mal einfordern. Die V-Bucks gibt es dann wahrscheinlich wieder die Tage ein bisschen nachgereicht. Ist ja meistens so. Auf jeden Fall jetzt direkt erstmal zum Fortnite-Shop von heute. Wir gehen direkt an den Anfang. Und zwar haben wir da als erstes den Everybody Loves Me Mode, leider copyrighted, heißt wir hören nichts, sonst gibt es wieder einen Strike. Dann der Finsterbomber für 1-2, das Donnerrost, also sehr weihnachtlich heute, ihr merkt es schon direkt, kommt direkt Weihnachtsstimmung aus. 500 V-Bucks, Glyphe der Dunkelheit, dann die Echo für 800 V-Bucks, die Windläuferin Echo. Der Blütenskin, der war, glaube ich, erst ein oder zweimal im Shop drin. Oh mein Gott, das ist so traurig, ne? Wie das da hinten angebunden ist. Und diese Hacke, genau. Dann die passende Lackierung dazu. Und dann sind wir durch mit der ersten Reihe. Das, wie heißt das? Lucha-Paket. Ich weiß mal nicht, wie man es ausspricht. Mit dem männlichen Skin, der Hacke dazu. Dann dem sehr coolen Dynamo-Skin, den würde ich mir actually holen. Und dem passenden Gleiter. War mal sehr, sehr selten das ganze Paket. Inzwischen ja, kam es jetzt öfter wieder. Und ich kann mir den Skin und die Hacke für nur 400 V-Bucks holen. Das ist actually ein ziemlich guter Preis, oder? Soll ich das machen? Was meint ihr? Das lohnt sich eigentlich schon. Oder ein Skin für und Hacke für 400 V-Bucks? Ich glaube, das werde ich gleich machen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Dann Überlebenskünstlerin für 1-2. Der Weiß-Skin für 800 V-Bucks. Der Old-School-Emote für 500 V-Bucks. Renegade, leider wieder ohne Sound. Ach man, auch für 500. Dann der So Fertig, den finde ich actually gut. Der ist schon preiswert. Shaolin Setup würde ich mir aber eher nicht holen. Den finde ich ein bisschen unnötig. Nee, den mag ich nicht so. Und dann sind wir auch mit der Reihe durch. Nick Fury, Ghostbusters immer noch drin. Ich weiß nicht, was die hier im Shop immer noch machen. Und wie gesagt, genau, Crew-Paket ist jetzt das neue rausgekommen. Die Pakete hier kosten auch wieder alle so viel wie gewohnt. Das war ja nur ein kleiner Black Friday-Rabatt. Also, ja, cooler Shop heute, nichts so krass Besonderes, aber ja, für den 1. Dezember ist in Ordnung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn das der Fall war. Und dann sehen wir uns morgen wieder zum nächsten Shop-Video, beziehungsweise nachher auf Twitch. Ich bin natürlich auch wieder live, also schaut da gerne vorbei. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut und ihr wisst es, haut rein, Leute. Tschüss! Got your it, 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 got your it